Der Bahnhof von Haldensleben bei Magdeburg. Das Tor zur Welt. Nicht nur von Gleis 1, sondern auch von Gleis 2. Und die Reise zum Gleise gelingt über diesen ebenerdigen Übergang. Nur leider ist das Tor dazu jetzt verschlossen. Die Bahnstrecke hier, die ist schon, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahre, denke ich mal. Also so lange wie ich hier in Haldensleben bin, ist das so. Und es ist noch nie eine Kette dort gewesen. Aber keine Bange, hier läuft alles in geregelten Bahnen. Deshalb steht neben der Kette jetzt auch dieser schmucke menschliche Kettenabhänger. Oder wie die Bahn sagt, für den Schutz der Reisenden haben wir daher kurzfristig Reisendensicherer positioniert. Genau. Und ein Reisendensicherer kommt zum Zug, wenn der Zug kommt. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Hier zählt Fingerspitzengefühl. Aber vor allem Kettenreaktionsfähigkeit. Ich find's Schwachsinn. Ich find's eigentlich lustig. Es ging vorher ohne. Und dass man dafür jetzt Geld ausgibt, weiß ich nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Aber sicher. Denn mit dem Reisendensicherer ist hier alles viel Reisendensicherer. Und das den ganzen Tag lang. Jede Stunde. Einmal. Das ist Blödsinn. Der hat einen langweiligen Job. 10 Minuten in 2 Stunden. Reisenden sichern im Akkord. Leider wissen das die zu sichernden Reisenden gar nicht zu schätzen. Ich sage, und bezahlen? Wer bezahlt das? Ja, sagt er, das wissen wir auch noch nicht, wie das ist. Sagt er, aber wir müssen hier stehen. Stehen lassen. Das kann die Deutsche Bahn eben einfach. Am besten.